Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Sommerhaus. Gut, ihr wisst ja, was ich in den letzten Folgen so gesagt habe. Ihr kennt euch jetzt ein bisschen aus. Schönes Game. Wir machen zweite Map. Da waren wir letztens und jetzt gehen wir dahin. Dabei habe ich, glaube ich, noch nichts gemacht. Aber hier. So schön bewaldet. Hier ist auch wieder Wasser direkt. Hier ist ein kleiner Weg. Okay, so weit geht's rüber. Hier sind irgendwo Schafe. Aber ich glaube, ich würde diesmal, wo es ein bisschen flacher ist, ne? Hier so. Genau, wo der Weg rüberkommt. So. Machen jetzt ein großes Gebäude. Bin ich da zu weit hinten? Kann ich da jetzt überhaupt? Kann ich da noch weiter zurück? Ja, das geht. Ich kann bis zum Maximum zurück. Okay. Ich glaube, das wird unser kleines Haus hier. Man sieht, hier geht der Weg entlang. Sollen wir hier so einen Anbau? Ja, der geht hier nicht gut hin. Ich kann jetzt nicht weiter nach rechts. Das ist ein leichtes Problem. Okay. Ich bin jetzt hier limitiert. Ich kann hier nicht weiter. Gut. Ich finde es komisch, dass ich wieder so Bildfehler habe. Okay. Ja, trotzdem hier. Ja, das ziehen wir jetzt hier durch. Wir daraus so ein kleines Hotel. Warte mal. So. Das wäre doch toll. Was haben wir, eine große Eingangstür? Ja, da sieht man den Hintergrund leider. Das hier? Oh! Das passt gut. Wir haben jetzt was freigeschalten. Oh, sieht süß aus. Okay. Wir so ein, oder ja, Hotel, weiß ich nicht. Haben wir hier irgendwas richtig krass, so mit dem Flachdach? Ja, schauen wir mal. Fenster,
oder so ein ganz verrücktes Haus. Mal schauen, wie das aussieht. Mit alles so verrückt, alles verschiedenen Fenstern. Bisschen chaotisch. Wie das im Endresultat so aussieht. Sonst ändere ich das noch. Hier ist ein kleiner Balkon. Sieht schon wild aus, ne? Hat aber was. Jetzt sind wir wieder da angekommen. Das passt, glaube ich, vorerst. So, Klimaanlage. Wird hier hinpassen. Schauen, das muss hier oben rauf. Okay, das ist blöd. Das geht nicht. Oh. Okay, wieder was freigeschaltet. Cool. Aber wieso müssen die jetzt da aufeinander hocken? Geht das nicht? Ja, schaue ich später mal. Hier die Lady. Ah, das müsste weg. Es ergibt aber keinen Sinn, so hier. Ist aber so mittig alles gerade. Ist was? Ich kann. Wie, zu was gehören die? Zu dem hier? Zu den Treppen? Die suche ich jetzt noch mal raus. Wo sind denn die Kinder? Hier. Die spielen da hinten. Was die wohl machen? Handy schauen? Das geht nicht. Warte mal. Wie sieht denn das aus? Thank you.
ich habe da schon was falsch gemacht. Okay. Wir nehmen das hier. Das ist ein echt wildes Haus, was ich hier baue. Geht sich das nicht aus? Dann mache ich das so, dass es ein bisschen wilder aussieht. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Lass das so. Habe ich nicht so. Ich glaube, das war hier. Oh, das geht. Das kann ich machen. Sieht das gut aus? Ja. Also, das hat doch was, oder? Leicht creepy. Oh. Wieder was freigeschaltet. So. Hier hinten. Ich finde die Eulen irgendwie süß. So. Okay, geht der da hinten noch hin? Ja. Okay. Hier steht eine schöne Pflanze. Oh, die Hühner. Sind auch hier, verstecken sich aber so ein bisschen im Gras. Oh, kommt ein bisschen Leben rein.
Aber sagt niemanden, dass die da sind. Ah. Okay. So, und das muss zum. Das muss wild verfallen aussehen hier. Hier so. Hier ein bisschen. Steine brauche ich hier nicht. So ein Busch. Kann nicht schaden. Dann so was Weißes hier ein bisschen. So Blumen drauf. Ich weiß nicht, was das für eine Pflanze sein soll, aber es hat was. So ein paar Orange noch dazu. Sind wir hier, glaube ich, durch. Also, wie findet ihr es, Leute, ne? Sieht doch schön aus. Und wie geht das nochmal so? Mit H kann man. Also ich finde das schon irgendwie genial. Wollen wir hier jetzt noch ein bisschen Chaos reinbringen? Das passt nicht gut hin. Da steht einfach hier. Keiner weiß wieso, aber da steht einfach ein Stuhl. Hat jemand seine stinkenden Socken, deswegen wächst hier nichts. Ah. So ein bisschen Zierde? Nee. Das passt hier nicht gut hin. Ja, das ist die Stromleitung. Den Zaun kriege ich den hier vorne hin? Nee, hier so ein bisschen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Keine Ahnung, für was der Zaun da ist. Aber er ist da. Ja, der passt jetzt hier nicht gut hin. Hier ist so eine Kiste. So eine Lagerkiste für irgendetwas. Was ist das? Ah, für den alten Mann. Da haben die Kinder ein bisschen hingekritzelt. Ah ja, Postkasten. Ist, glaube ich, einen schöneren. Ja, das drehen wir mal. So. Geht das weiter nach hinten? Ah, dann ist in der Wand.
Muss ich das hier unten? Oh nein, das sieht man. Ui. Oh. 1K. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, hier ist auch Müll. Aber so ein bisschen versteckt. Den sieht man nicht. Keine Ahnung, was da steht. Das ist ein schönerer Postkasten. Aber immer noch nicht das, was ich möchte. Da, das. Das kriege ich hier nicht. Hier so. Nee. Ich kann das halt nicht lesen. Aber ich bräuchte sowas wie ein Hotel oder so. Das wird mich freuen. Das wird passen. Ich habe schon wieder die Bildfehler, ne? Ah, hier ist ein bisschen Gras. Natürlich, die Satellitenschüssel darf nicht fehlen. Er schaut so auf die Kinder herab, ne? Oder zur Satellitenschüssel. Jetzt hier so. Ja, er schaut zur Satelliten. Nein, die steht ja richtig falsch. Okay. Oh, so ein schönes. So ein schwarzes Brett genau vorm Fenster. Mag ich. Kommt kein Sonnenlicht mehr hinein. Die Blumen habe ich auch schon. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das auch nicht. Wir haben, glaube ich, alles Kaffee. Deiner. Was gäbe es denn noch, was wir hier bauen könnten? Ah, die hier. Telefoniert gerade. Okay. Ja. Gut. Dann Leute. Sehen wir uns das mal an, ne? So, wie das hier jetzt alles entstanden ist. Oder? So karg vorher. Ich bin doch schöner Designer, oder?
Sieht doch schön aus. Also ich finde das gelungen, obwohl das hier so viel Chaos ist, hat das was. Es hat Persönlichkeit. Also würde ich sagen, Leute, war's das? Vielen Dank fürs Zusehen. War mir eine Freude. Lasst ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht die Glocke. Verpasst ihr keine Folgen mehr. Aber ich lieb. Ciao, ciao.